Herzlich willkommen zum ID4 Review Teil 3. Solltet ihr Teil 1 und Teil 2 nicht gesehen haben, einfach mal hier oben in der Infobox schauen. Da könnt ihr euch die Videos noch mal anschauen. Und in Teil 3 überlebt ihr jetzt die subjektiven Fahreindrücke. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal mit einer 0 und 100 Messung. Viel Spaß dabei. Und 0 und 100 probieren wir mal. Aber irgendwie hat sich das jetzt komisch angefühlt. Nicht zu sein. Irgendwie, wir sind jetzt hier im B drin gewesen, vielleicht deswegen, irgendwie hat sich das ein bisschen langsam angefühlt. Ich glaube, er kann es ein bisschen schneller. 9,72 0-100 für 200 PS, muss man überlegen, finde ich jetzt nicht so wahnsinnig schnell. 4,65 0-60, wir probieren es jetzt gleich nochmal. Was ging es? Ging es bergauf, bergab? Es ging ganz leicht bergauf mit 1,1% Steigung. Mal gucken, ob ich... Stinkschund. Okay. Jetzt haben wir das Autohol drin. Vielleicht müssen wir das rausmachen. Egal. Probieren wir es mal. Okay, und los geht's. Ja. Schon besser, ja. 8,42. Jetzt ging es aber ganz leicht bergab mit 1,7, glaube ich, das richtig gesehen habe, genau. Ja, das Auto ist keine Rakete, aber wer schneller möchte, es gibt ja noch den GTX, also ID4 GTX mit der nahezu 300 PS, der ist dann definitiv noch mal eine kleine Nummer spritziger. Servus, wir sind gestern nicht ganz fertig geworden mit unseren Eindrücken und wollten euch noch das eine oder andere einfach zeigen. Dementsprechend neuer Tag, neues Glück und ich hätte gesagt, wir legen direkt los. Machen wir mal weg hier. Und zwar gibt es einfach noch ein paar Fahreindrücke, die wir euch gerne vermitteln möchten an der Stelle. Fahren wir hier links. Denn der ID4 fährt sich wirklich klasse. Ja. Und die Frage ist, für wen eignet sich dieses Auto? Ja. Und wir haben uns da lange drüber Gedanken gemacht und ich glaube, für eine junge Familie ist das ein wunderbares Auto. Wir haben gestern aber auch mit einem älteren Herrn gesprochen, der uns beim Film gesehen hat, der gesagt hat, Menschenskinder, super Auto, bin ich letzte Woche auch gefahren, sogar die GTX-Variante, hatte aber einen Kritikpunkt. Das Auto war wahrscheinlich komplett auch voll ausgestattet, ähnlich wie dieses Fahrzeug hier mit den ganzen Assistenzsystemen, und ihm war das einfach ein Ticken too much. Also vor allem der Lane Assist bzw. auch der Spurhalteassistent haben ihn vom Fahren einfach abgelenkt. Er hat das als sehr, ja, als sehr störend auch empfunden, dass letztendlich das Lenkrad vibriert, das Auto ihn korrigiert und wieder entsprechend auf die Spur zieht. Und das ist tatsächlich auch ein Punkt, den ich für mich persönlich auch immer relativ störend finde. Ja. Ich bin kein Freund von dem Assistenten. Auch in meinem Privatfahrzeug habe ich den mit verbaut, weil es einfach immer ein Paket irgendwie mit inkludiert ist inzwischen. Aber ich würde ihn auch deaktivieren an der Stelle. Ja. Der ID4 bietet vor allem auf der Rücksitzbank, also im Vor, sehr, sehr viel Platz. Ja. Also hier können ganz locker 4 Erwachsene oder 3 Kinder reisen und haben alle sehr viel und bequem Platz. Die Kopffreiheit ist super gegeben. Die Zulademöglichkeit ist für einen normalen Gebrauch komplett ausreichend. Wenn es natürlich in den Urlaub geht und ich habe gegebenenfalls noch einen Kinderwagen mit dabei, dann wird es schon eng. Aber um ehrlich zu sein, es wird mit den allermeisten Autos eng und deswegen sieht man ja auch sehr viele Familien immer mit Dachbox entsprechend unterwegs im Urlaub.
ich hätte gesagt, wir fahren jetzt noch mal einmal gemeinsam auch auf die Autobahn, um einfach auch noch mal ein bisschen zu zeigen, wie auch das Auto im Grunde vorausschauend fährt und auch selbstständig die Geschwindigkeiten anpasst. Wir sehen jetzt hier in unserem Display oder auch im Head-Up tatsächlich, dass wir einem LKW hinterherfahren. Wir sehen auch die Abstände, das heißt, wie weit ist der LKW von uns weg. Er erkennt den sauber über das Radarsystem. Er erkennt jetzt, dass wir hier in einem sehr engen Bereich gerade unterwegs waren. Das heißt, er hat mir die linke Spur angezeigt. Hier könnte es zu Problemen kommen. Das heißt, er hat dann auch schon leicht wieder korrigiert. Zeigt mir das entsprechend auch im Head-Up an. Aber das System stößt auch manchmal an seine Grenzen hier. Vor allem in der Situation wie gerade eben. Wir hatten eine verengte Fahrspur. Das Ganze wurde abgetrennt durch oder gekennzeichnet durch die gelben Fahrspuren, die wir zu fahren haben. Haben aber parallel aber auch noch die weiße normale Mittelspur angezeigt. Und da kommt er dann einfach durcheinander und sagt, okay, welche Spur ist jetzt die richtige und welche muss ich denn jetzt anzeigen oder auch korrigieren. Ja? Das heißt, das ist genau das, was ich auch kritisiere in dem System. Vor allem dann in Baustellenbereichen und da will er mich einfach korrigieren und ich sage, nein, wir können nicht korrigieren, weil wir einfach eine deutlich verengtere Fahrspur haben. Gegebenenfalls rechts neben mir ein LKW ist, dann kann ich nicht rechts rüberziehen. Und dann haben wir immer diesen leichten Gegendruck im Lenkrad, das Vibrieren im Lenkrad und das ist was mir persönlich einfach nicht gefällt. Deswegen deaktiviere ich in der Regel diesen Assistenten. Also das System, das ACC zeigt uns jetzt auch optisch an entsprechend den Abstand, den wir eingestellt haben und das vorausfahrende Fahrzeug und grüner Streifen heißt, wir befinden uns genau in dem eingestellten Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug. Wenn ich jetzt zum Beispiel von links nach rechts oder von rechts nach links schwenken würde, dann und ich fahre und ich komme deswegen zu eng auf ein Auto drauf, dann zeigt er mir auch optisch an, im Head-Up und auch dann hier über einen orangenen Balken, dass ich zu nah auf dem Fahrzeug drauf bin. Er nimmt dann entsprechend Geschwindigkeit raus und wenn dann das Fahrzeug vor mir wieder weg ist und ich habe zum Beispiel, aktuell sind 100 km erlaubt, ich habe die Geschwindigkeit eingestellt auf 110, dann würde er entsprechend mehr mit einem kleinen Pfeil anzeigen im Head-Up, dass er jetzt die Geschwindigkeit auf das Fahrzeug wieder oder die Geschwindigkeit aufnimmt. Wir sind jetzt auch gerade eine schöne Kurvenpassage gefahren, ja? Und man muss einfach auch sagen, das Auto liegt wunderbar auf der Straße. Ja? Klasse Gefühl auch im Lenkrad, das fühlt sich einfach satt an. Die Rückmeldung, die ich durchs Lenkrad bekomme, ist wirklich gut. Die Straßenlage vom Auto ist ein guter Mix aus komfortabel und ein Ticken noch sportlich, aber nicht zu sportlich. Also es ist kein starkes Poltern, Holpern oder ähnliches, sondern er liegt einfach schön auf der Straße und das fühlt sich alles sehr gut an. Das Einzige, was ich zu kritisieren habe, ist letztendlich ein bisschen das Bremsgefühl. Wenn wir jetzt rekuperieren, dann haben wir im Grunde das Bremse. Dann irgendwann, wenn ich mehr drücken würde, dann muss ich richtig ins Bremspedal auch reinlangen entsprechend. Und dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, als würde die Bremse im unteren Bereich so weich werden. Also ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber es fühlt, man fühlt es oder ich fühle es entsprechend. Und ich glaube, das liegt einfach daran, weil der Motor bis zu einem gewissen Punkt rekuperiert. Dadurch haben wir ja auch eine Bremsleistung und dann muss die Bremse noch kommen und die zwei Sachen in Kombination, das fühlt sich dann ab einem gewissen Punkt, je nach Bremsstärke, ja, nicht ungewohnt an. Nicht komisch, ich glaube komisch ist das falsche Wort, ungewohnt, weil man es einfach, wenn man jetzt in der Vergangenheit ausschließlich Verbrenner gefahren ist und geht dann in ein entsprechendes Elektrofahrzeug. Wir haben ja auch ein entsprechendes Gewicht hier und die Bremse muss dann auch richtig arbeiten. Zum Beispiel, das finde ich, macht VW mit dem Assistenzsystem sehr gut. Das ist so wie so ein vorausschauendes Fahren. Wir fahren jetzt einen Berg runter und
er konkurriert einfach auch selber direkt richtig mit. Und ich habe nichts eingestellt, also keine Geschwindigkeit gesettet oder ähnliches, sondern er kennt automatisch, was ist hier aktuell erlaubt, wie sieht der Verkehr aus, und er kennt das vorausfahrende Fahrzeug und er bremst automatisch mit. Also ich mache jetzt überhaupt nichts und verzögert jetzt automatisch. Also wir sind gerade eben noch 105 gefahren, fahren jetzt unter 90 und das Auto hat selbstständig abgebremst. Und jetzt schauen wir mal, wie es ist, wenn wir auf die Kreuzung zu fahren. Ah, ich glaube, das da müssen wir es aber machen. Ja. Aber es ist definitiv der Fall und das habe ich jetzt schon mehrfach beobachten können und dürfen. Wenn wir zum Beispiel auf der Landstraße fahren, wir fahren 70, 75 km/h und wir kommen dann in eine Stadt rein und er weiß, okay, in 200 Meter beginnt die 50er-Zone, dann verzögert das Fahrzeug, wenn ich entsprechend vom Gas weg bin, automatisch auf ungefähr 50 km/h und das ziemlich genau aufs Ortsschild. Das heißt, er weiß einfach schon, welche Geschwindigkeiten habe ich in 200, 300 Meter. Und wenn ich kein Gas gebe, verzögert er und rekuperiert entsprechend, sodass ich die angepasste Geschwindigkeit habe, dann ab Ortschild. Das war unser Review mit dem VW ID.4 Pro Performance. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Solltet ihr noch Fragen haben zu dem VW ID.4, dann schreibt es doch gern in die Kommentare. Wenn ihr zukünftig noch mehr über die E-Mobilität wissen wollt und mit uns gemeinsam die E-Mobilität erleben wollt, dann bitte ich doch euch drum. Lasst uns ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Liked es bitte. Bei Fragen, Kommentare, Anregungen, lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Ich sage herzlichen Dank und auf Wiedersehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit dem ID.4 Review Teil 3. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, ein Abo wäre sensationell. Und bei Anregungen und Kritik lasst es uns wissen in den Kommentaren oder zu Fragen rund um das Auto. Wir sehen uns am Mittwoch und da geht es dann weiter mit dem Langstreckentest. Viel Spaß!